So, wir kommen zurück zu Fallout. Mit leicht angepassten Grafiken. Fliegst du mich jetzt zusammen oder nicht? Ich weiß nicht. Deine Aussichten sind ziemlich schlecht. Nett. Wäre vielleicht humaner, dir einfach den Gnadenschuss zu verpassen. Du bist so ein herzensguter Mensch, Doc. Hör auf, rumzuzappeln, damit ich dich verbinden kann. Tut mir leid wegen den anderen. Für eine große Nummer? Warum so nett? Was? Ist das eine Dingsfrage oder so? Warum bist du mir gegenüber so nachsichtig? Ich bin erst seit kurzem bei der Bruderschaft. Früher war ich wie du. Allein unterwegs. Deshalb weiß ich, wie es ist, wenn einem jeder, dem man begegnet, eine Waffe ins Gesicht hält. Auch wenn es nicht so aussieht, ist Dance doch ein guter Kerl. Er ist eben Soldat. Protokoll ist sein täglich Brot. Und Rice? Naja, sagen wir es einfach so. Er ist sturer als jeder Brahmin. Aber weißt du was? Ich würde ihnen beiden mein Leben anvertrauen, weil sie gute Menschen sind. Und so etwas findet man heute nur noch selten. Ah ja, kann sie mich... Aelin? Du solltest dich besser beeilen. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Ja, sicherlich, du weißt. Hey. Warum stehst du hier rum, als hättest du nichts zu tun? Paladin Dance wartet auf dich. Ja, doch. Warte, dann lass mich nochmal kurz den Computer hier lesen. Der Gladius Personal Computer. Sternebruderschaft Gladius, Befehl der Aufklärungsmission Gladius. Die aktuellen Befehle der Aufklärungsmission Gladius lauten folgendermaßen. Das Gebiet mit der Zeichnung Commonwealth vorrückt, um eine gewöhnliche Fernaufklärungsmission durchzuführen. Jegliche außergewöhnliche Aktivitäten sind per Fernkommunikation und Schwertscheide zu melden. Einsatzdauer nicht festgelegt. Paladin Dance. Das ist eigentlich ein Paradigmenwechsel, dass die Bruderschaft Leute von außerhalb aufnimmt. Weil die hatten für lange Jahre nur Leute von innerhalb ihrer Organisation. Also die haben sich, das hat auch zu Personalmangel geführt. Oh, Aufzeichnung von, die lesen wir jetzt alle vor, also alle allesamt, das sind ja nur 8 Stück. Nach mehreren Monaten haben mein Trupp gerade die Grenze ins Commonwealth überschritten. Wir haben uns entschieden, sofort die Region Boston aus einem sicheren Gebäude zu durchsuchen, das wir als Aufklärungshauptquartier benutzen können. Kurz darauf wurden meine Truppen von Raidern angegriffen. Die Powerrüstung von Ritter Keen wurde zerstört und wir verloren einen Teil unserer Vorräte. Zum Glück konnten wir die Angreifer in die Flucht schlagen und unsere Mission fortsetzen. Ach, da hat vielleicht der eine Typ die Powerrüstung hergehabt in Lexington. Wir haben ein sicheres Gebäude in Cambridge entdeckt, das auf meinem Polizeirevier war. Wir konnten das Gebäude säubern und fanden eine Menge Vorräte und Munition aus Vorkriegszeiten. Laut Gelehrten Hale ist das Gebäude stabil und bestens zu verteidigen. Ich habe entschlossen, hier unser vorläufiges Hauptquartier aufzuschlagen. Zeuge 3. Nachdem Hayden festgestellt, dass die Corvigiga-Fabrik in Lexington möglicherweise eine wertvolle Vorkriegstechnologie enthalten könnte, starteten wir einen Durchsuchungseinsatz. Ich befahl Dawes, die Anlage zu erkunden, aber er fand dort eine erhebliche Anzahl Raider vor. Ich gab den Befehl zum Angriff. Als wir uns näherten, wurde auf unseren Trupp geschossen. Ritter Warwick wurde verwundet, als ich befahl, einen Rückzug nach Cambridge. Auf dem Weg Ritter brach auf eine Landmine. Gelehrte Hale versuchte ihn zu behandeln, aber brach erlag seinen Verletzungen. Ich möchte herausheben, wie löblich Hale sich für ihn eingesetzt hat. Schön, dass er das hervorgehoben hat. Unser gescheiterter Einsatz in Corvega ist jetzt 2 Tage her und ich muss leider melden, dass Ritter Warwick gestorben ist. Nach seinen Schusswunden war er gelähmt und er hatte eine innere Blutung. Gelehrtin Halen sagte mir, dass er leidet und weniger als 5% Chance auf Genesung hat. Ich autorisierte ihn, mit einer Überdosis Schmerzmittel Sterbehilfe zu leisten. Ich möchte hier erneut den Einsatz heraufheben, mit dem Gelehrte Halen sich bemüht, Warwick zu retten und dass sie ohne Widerworte meinen letzten Befehl befolgt hat. Okay. Haben heute beim Bezugspunkt A113 den nächsten Mann verloren. Diesen Bereich erhält 2 Ruinen, nämlich den Flughafen von Boston und Fort Strong. Der Flughafen ist beinahe vollständig verlassen, aber in Fort Strong wimmelt es nur so von Supermutanten. Wir wollten ihn dort in die Waffenkammer aufmunitionieren, aber wird der Sergeant Dart und wurde getötet. Das ist seit unserer Ankunft schon der 2. Rückzug, den ich befehlen musste, und unser 3. Tote. Ich fehle eine baldige vollständige Bombardierung dieser Position. Nett. Das können die. Gelehrte Halen hat ungewöhnliche Energiewerte gemessen. Angeblich befinden sich auf einer Trägerfrequenz eine extrem hohe Frequenzband, so sich sie wahrscheinlich nicht auf den Vorkriegszeiten stammt. Die Werte treten außerdem nur sehr sporadisch auf, äußerst kurz und nur an sehr bestimmten Orten auf. Die Signale klingen sehr schnell ab und sind schon nach wenigen Stunden von Hales Instrumenten verschwunden. Wir haben nicht die notwendigen Geräte, den Ursprungsort der Werte herauszufinden, also versuchen wir ihn durch Triangulation zu ermitteln. Okay, und Aufzeichnung Dings? Wir versuchen Schwertschneider die Energiewerte zu senden, die Hale ermittelt hat, aber die High-Gain-Antenne des Reviers wurde von einer Rakete eines Supermutanten beschädigt und wir können die Daten nicht übertragen. Hale versucht, die Antenne zu reparieren, aber sie weiß noch nicht, ob wir die nötigen Ersatzteile haben. Na, wohl ja nicht. Ah, der fehlt doch noch was. Ich habe einen Bericht noch nicht gelesen. Gladius Personalstatus, ne, wahrscheinlich lieber Ritter Sergeant Daves. Na ja, gut, das ist jetzt langweilig, das will ich nicht vorlesen. Was soll ich gerade sagen? Er hatte gerade einen tollen Spruch, hatte ich noch auf der Lippe. Wo ist jetzt die Ausrüstung hier? Ich denke, ich werde hier ausgerüstet. Wo denn? Die FPS sehen auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser aus als vorher. Auf dem Dach vielleicht? Nicht. Nee, oben geht's noch raus. Also das Ding ist ja, aber die Schatten ein bisschen reduziert auf nur normal, statt auf hoch, wie sie vorher waren. Und ich glaube, das war nicht die schlechteste Entscheidung. Ach so. Naja, ach so, hier. Ah, Fusionszellen, Patronen. Das alles? Ich denke, ihr habt hier ein großes Waffenlager aus Vorkriegszeiten gefunden. Was damit passiert? Zigarettenkiste. Schmutzige Aschenbecher. Kinders, wie war das hier mit großer Munitionsvorräte? Wo sind die hin?
Das kann doch nicht alles sein, dass die drei Sachen, die auf dem Tisch standen. Das ist ein Eichhörnchen ein bisschen aus der Truhe, die hier seit weiß ich nicht wie lange rumstehen könnte. Kann man die gerne mal mitnehmen. An den Zellen werden sie wahrscheinlich keine Waffen aufbewahrt haben. Oder auf jeden Fall zwei Stimpacks, jawohl. Also zumindest die Stimpacks. Terpentin nehme ich, sehr gerne mit. Also zumindest die Stimpacks hole ich hier gerade wieder raus, die ich verbraucht habe gegen die Zombie-Invasion. Ja, prinzipiell sind es wirklich Zombies. Was, ich war gerade vor der Tür? Läuft, also das Wasser vor der Scheibe, ja, ja. Bei mir regnet es auch. Lötlampe, Superkleber. Ja, Stromschlüssel. Nein. Was haben wir hier noch? Hm? Fuhrpark. Fuhrpark? Ja, wo soll denn jetzt. Wo sollen sie jetzt sein, seine super tollen Waffen? Also, ich dachte, hätte ich jetzt hier vielleicht irgendwo im Keller, aber. Inaktiver Notrufsender? Ja. Wie nicht mal eine vernünftige Vorkriegskette? Ist ja schon gut, aber. Handschellen. Kann man sicherlich noch für irgendwas gebrauchen. Grundkorkenvorrat. Stimpack. Ein Impro-Revolver. Noch mehr Stimpacks. Ein paar Patronen. Also, doll ist nicht, ne? Ich dachte, ich kriege jetzt hier vielleicht eine gute Laserpistole oder was anderes in der Art. Das ist jetzt, Ich möchte sagen, ich bin entsetzt. Ich wollte mal den Revolver ausprobieren. Bin ich mal gespannt, ob der was kann, ja. Ach, warte mal. Das ist hier wie so eine Asservatenkammer aus. War ich jetzt schon drin in den Raum? Ne, war ich noch nicht. Ah, guck mal hier. Patronen, Munitionskisten, eine Lupe, noch mehr Handschellen. Mal sehen, was wir damit noch machen. Reagenzgläser. Was haben wir hier? Molotov-Geld. Armee-Munitionstasche. Wofür brauche ich denn eine Armee-Munitionstasche? Militäruniform. Polizisten-Sonnenbrille. Noch mehr Handschellen. Hosenträger und Hose. Jetzt kann ich den richtigen Bett-Cop machen oder was? Mutterbon. Super hohe Frostschutzmittel. Das werde ich wohl eher nicht brauchen, oder? Was haben wir hier noch? Eine Lupe. Ne, Lupe. Red Away. Ja, aber keine coole Waffe. Also, bis auf das vollgemoddete Dings, was ich gerade gefunden habe, aber. Habe ich gerade die. Oh. Ups. Chirurgenskalpell. Oh, was ist hier? Noch ein Computer. Ach ja, Hacken. Schier ist doch sicherlich. Zwei Treffer. Na, herzlichen Glückwunsch aber auch. Also wird auf jeden Fall noch mit dem Daumen, bis wir hier losfahren. Fallschirmkran fährt. Sehr schön. Das war zum Glück nicht Schier. Das hat mich wieder geärgert. Da ist noch eine Klammer. Hacken ist immer so ein Elend. Bis jetzt ist es noch nicht vorgekommen, dass ich ein Wort angeklickt habe und das war instant richtig. So, Schier hatte zwei Buchstaben richtig. Amor entscheidet sich. Amor kann es schon mal nicht. Doch, warte mal. Nee, Amor kann es nicht sein. Das hat nur ein R gleich mit Dings. Bonds kann es auch nicht sein. Board kann es nicht sein. Stern? Stern hat ein. Auch nicht. Okay, warte mal. Ask hat auch zwei. Seven. Seven hat mit Shia zwei Wörter gleich. Mit Stern. Auch. Ja! Haha! Was haben wir hier Schönes? Hohebox Aufzeichnung, Aufwiegelung, Winter. Was? Aufwiegelung? Erklärung von Mr. M. Ferdy, Präsident von Cambridge. Warte mal, wie ich das schreibt. Objekt 1 Pamphlet, Rechte auf der Arbeit gefunden am Schreibtisch des Verdächtigen. Was? Das ist ein Pamphlet? Das ist verdächtig? Rechte auf der Arbeit? Pamphlet organisiert euch, gefunden am Schreibtisch des Verdächtigen. Cambridge Dingspunkt. Das ist ja nett. Aufzeichnung. Einsatzbekleidung am Tatort zurückgelassen. Also Wartenkammer. Power. Zwei Flaschen Powerberauscher. Winters Holoband-Aufzeichnung. Aha. Fremde Benutzer melden sich direkt. Was? Fremde Benutzer melden sich direkt in der Zelle? Das ist ja nett. Jetzt ein Aussehen. Vorsichtige Gefährdung. Rolle mit 2 Meter Kupferkabel. Kupferkabel! Wo ist das Kupferkabel? Man kann hier scrollen. Das ist ja witzig. Ich brauche das Kupferkabel. Das ist. Kupferkabel hört sich gut an. So, warte mal jetzt. Aber erstmal, ich habe doch hier eine Militäruniform gefunden. Kann die was? Die Militäruniform? Kurzzeug. Militäruniform, warte mal. Ist die auch? Ah, ja. Ja, gut, die Militäruniform sieht halt nur super toll militärisch aus. Kann aber ansonsten nichts, oder? Warte mal, die Militäruniform hat. Hat 5 Schadensresistenz gegen Dings. Meine Vault-Dings hat da 10. Da ist doch meine Vault-Suit deutlich besser als alles andere hier. Ich könnte eine Sonnenbrille mitnehmen. Eine Metallrüstung, rechter Arm. Oder das ist eine richtige Metallrüstung, ne? Weil was ist denn der Unterschied zwischen meiner. Oh, der Unterschied ist natürlich gewaltig. Wie sieht denn das aus, Metallrüstung? Rechter Arm. Ah, die sieht aber schon wieder so. Ach, das sieht doch hässlich aus. Das will auch keiner haben. Ja, komm, nehmen wir das wieder mit. Auf jeden Fall hier schon mal jede Menge Lieder. So, jetzt habe ich auf jeden Fall eine coole Sonnenbrille noch. Jawoll! Top ausgerüstet! Ja, aber trotzdem leider keine coole Waffe gefunden, ne?
Das, ich dachte, wir rüsten uns hier komplett ein und die kriegen hier nicht irgendwie so eine. Nur 15 Waffen, die ich draußen. Was ist das hier denn? Weil das ist. Ja, gut, der Revolver ist ganz gut. Der ist wahrscheinlich voll durchgemordet. Ja, nehmen wir den mit. Geht's jetzt hier raus? Da. Aber trotzdem bin ich sehr enttäuscht, dass er mir nicht mal eine Waffe zur Verfügung stellt. Also wirklich, ich habe jetzt eigentlich gehofft, ich kriege sowieso eine Laserpistole oder sowas in der Hand. Aber du nein. Solltest dich besser beeilen. Ja, ja. Paladin Dance lässt man lieber nicht warten. Ja, Warum habt ihr einen Außenposten in einem Polizeirevier eingerichtet? In Anbetracht der Tatsache, dass es sich um ein Polizeirevier handelt, hielten wir es für klug, dort nach Waffen und Munition zu suchen. Der Funkmast auf dem Dach war nur ein unerwarteter Bonus, auch wenn er noch gewisse Mängel hat, die wir beheben müssen. Es ist vielleicht nicht so imposant wie die Zitadelle im Ödland der Hauptstadt, aber für unsere Zwecke reicht es. Mehr will ich derzeit dazu nicht sagen. Bist du bereit, die Mission fortzusetzen? Ja, klar, bereit. Mit einer super tollen Brille. Wunderbar. Folge mir und versuche nicht zurückzufallen. Ja, Mr. Power. Ach, jetzt auf einmal setzt er seinen Helm auf, oder was? Ich hätte meine eigene Power-Rüstung auch mitbringen sollen, mal sehen, wie der Danny guckt hätte. Frag mich, wie viel Energiekerne er dabei hat. Also, ich habe ja genug für den ganzen Einsatz. Oder Schokohorn hat Sachen bestellt, die nicht kamen. Das ist ja natürlich ärgerlicher. Ich bin gleich Level 10. Das Problem ist, ich glaube, ich level viel zu schnell für das, was ich finde. Also ich mache... Ich glaube, ich hätte dieses ganze Basis bauen und diese paar Nebenmissionen, das hätte ich viel später machen sollen. Weil jetzt habe ich nämlich echt ein Problem, dass es einfach so aussieht, dass... Man ist dann... Ich sehe gerade an den Pip-Boy ist ja auch so eine Mikrofusionszelle dran, oder? Ah nee, das ist das Öffnungsdingsbums, der Datenübertrager. Das ist gerade auf dem ersten Blick aus der Mikrofusionszelle. Es gibt versicherten Verwandt-Schokohorn, das hilft bei sowas. So, jetzt habe ich leider trotzdem immer noch keine coole Waffe, sondern nur so einen 115-Revolver. Der rennt vor mit seiner Power-Rüstung. Wir nehmen diese Gasse. Mir nach. Hat der keine Waffe in der Hand? Das sieht gerade so. Nee, doch, er hat eine Waffe in der Hand. Das sah gerade so aus, als würde er mit erhobenen Fäusten rumrennen. Das war. Da hinten wollen wir hin, wirklich? Arcjet liegt im Westen, nicht weit von hier. Wenn wir dieser Straße folgen, können wir den größeren Ghoul-Gruppen aus dem Weg gehen, die sich in Cambridge rumtreiben. Ja, bitte nicht im Minenladen. So weit vom Polizeirevier zu entfernen ist riskant. Aber den Sender funktionstüchtig zu bekommen, hat oberste Priorität. Wenn es nach mir ginge, hätte ich mein Team schon längst verlegt. Aber Gelehrte Halen hat beunruhigende Energiewerte in der Gegend gemessen, denen wir nachgehen müssen. Wir wissen nicht viel darüber, nur dass sie lediglich für kurze Zeit auftreten und eine Frequenz verwenden, für die fortschrittliche Technologie erforderlich ist. Wir befürchten, dass derjenige, der für diese Energiewerte verantwortlich ist, eine Bedrohung sein könnte. Also müssen wir der Sache nachgehen. Ah, mir fällt übrigens gerade ein, ich wollte noch was essen. Das Ding ist vor allen Dingen an den Energiewerten. Das ist. Ich habe mich zwischendurch auch gewundert, warum ich mal Schaden genommen habe, also ganz am Anfang. Also nicht in diesem Stream, sondern schon davor. Wo es so gewittert hat. Und mir ist aufgefallen, es gibt hier radioaktive Stürme. Das finde ich sehr unpraktisch. Was ist denn das hier noch? Ported Dinner? Warum steht denn hier. Ach so, das ist mitten in der Landschaft, das ist hier so ein Diner. Ja, ja. Also wenn wir hier schon mal sind, warte mal. Abklammern. Warte, Hayes. Danza heißt er, ne? Genau, Danza heißt er. Und schüttelt die Flauschfaust an. Dogmeat hat er was gefunden. Was denn? War das ein Kopfschuss? Ach so, die haben hier... Mission erfüllt. Ja, warte, ich muss hier kurz noch die Leute plündern. Haben die keine Munition bei gehabt? Das überrascht dich vielleicht, aber mein Erkundungsteam ist nicht das erste, das ins Commonwealth vorgedrungen ist. Über die letzten 7 Jahre hat die Bruderschaft 2 weitere Teams hierher geschickt, um Technologie zu sammeln. Die Mission des ersten Teams war ein großer Erfolg. Sie haben kistenweise Vorkriegsartefakte und historische Dokumente mitgebracht. Die zweite Mission verlief nicht ganz so gut. Kurz nachdem das Team angekommen war, riss der Kontakt ab und wir haben nie wieder etwas von ihnen gehört. Was mein Team angeht, wir haben schon 4 Männer an dieses verfluchte Ödland verloren. Seit unserer Ankunft werden wir laufend attackiert. Aber trotz dieser Rückschläge denke ich nicht daran aufzugeben oder als verschollen gemeldet zu werden. Aha. Ja gut, das ist natürlich eine sichere Verbindung. Ja, prinzipiell ist die Zitadelle, das ist der Hauptstadt auch ganz schön weit entfernt. Das ist halt der, also die Zitadelle ist glaube ich die aus Fallout 3 ist. Und die ist ja nun mal böse weit weg von Boston. Wenn wir mal kurz auf der Karte gucken. Obwohl, ich weiß gar nicht, wie weit das weg ist. Ich hab was Amerika angeht, keinerlei Größenvorstellung, wo was ist. Wir haben vielleicht ein Problem. Erwischt! Achso, ja, sorry, ja, mach du das mal. Ich möchte keine Munition daran verschwenden. Bedrohung ausgeschaltet.
Ich will auch so eine Laserwaffe haben. Das Ding ist nämlich, dass die... Achso, ich kann die nicht looten, die ja kaputt machen. Das ist ja doof. Das Ding ist nämlich, dass meine Kugeln, die kommen wie durch die meisten Panzerungen hier nicht durch. Aber seine Laserknifte kommt halt irgendwie durch... Also da ist irgendwie niemand gegen gepanzert. Ich würde ja auch gerne mit meiner Lasermoskete spielen, aber ich habe... Also erstmal muss ich die anderen nachladen. Für die Bruderschaft. Du bist ein leichter Fanatiker, oder? Ah ja, doch. Ich kann doch looten, was er erschossen hat. Oder? War ich hier vorhin nicht an dieser Brücke? Ist das nicht... Nee, das ist nicht hier. Ich dachte gerade kurz, ich bin hier genau an diesem Diner, wo ich vorhin war, wo ich an der Brücke noch die ganzen Hunde erschossen habe, weil ich das Fleisch wollte. Das wäre jetzt richtig dämlich gewesen, wenn der jetzt hier nochmal erschossen hat. Ja, wenn die Post Sachen verliert, ja, das ist so eine Sache. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe noch nie was in der Post verliert. Sogar, wo ich neulich mal Kunst in Amiland bestellt habe. Sogar die kam an nach 6 Wochen. Keine Sicherheitssysteme sein. Wir können also durch den Haupteingang rein. Was heißt denn, ihr solltet nicht? Was hat ein Arkstedt hergestellt? Jet Engines oder eher so, weiß ich nicht. Drucker. Vor allem, was heißt jetzt, sollten keine sein? Also, immer wenn ich höre, draußen sollte keine Sicherheitsdingsbums stehen, dann ist dann meistens im nächsten Moment... Pass auf, wir ziehen das sauber und leise durch. Keine Heldentaten. Alles schön nach Vorschrift. Verstanden? Ich habe aber gar keine... Warum sind wir nochmal bei ArcJet? Ach. Wir sind hier, um ein Gerät zu holen, das Signal des Funkturms auf dem Polizeirevier von Cambridge verstärkt. Ohne das Ding können wir unsere Vorgesetzten nicht kontaktieren. Denk dran, unser Hauptziel ist der Hochleistungssender. Konzentriere dich und pass auf, wo du hinschießt. Ich will nicht von einem Querschläger getroffen werden. Als ob! Das ist jetzt nicht unbedingt dein größtes Problem. Da muss ich mir eher Sorgen machen. Na gut, das... Vor allem mit seiner Laserknifte, wenn du auf irgendeiner spiegelnden Treffer... Also irgendeine Oberfläche trifft, die halbwegs spielend ist, dann habe ich ja wohl das Problem, weil wenn da irgendwie nicht da Streustrahlung abkriege. Aber ja gut, Streustrahlung kommt eher bei den Kronen vor, aber Reflexion. 30 FPS. Hier ist so viel Licht, also es Licht waren Firmen wie diese hier, die den letzten Nagel in den Sarg der Menschheit schlugen. Sie nutzten die Technologie für ihre eigenen Zwecke aus. Sie steckten das Geld ein, ohne sich Gedanken über den Schaden zu machen, den sie angerichtet hatten. Aha. Was haben die hergestellt? Autos? Also was haben die gemacht, die Leute, die Jet-Leute? Auf jeden Fall sieht das hier schon relativ geplündert aus. Oha. Ja, das ist... Ich sehe hier einiges, vor allem jede Menge kaputte Roboter. Meiner Erfahrung nach ist aber da, wo viele kaputte Roboter sind... Oh, Schallplatten-Militär-Standard, jawohl. Das Problem ist bloß, da wo kaputte Roboter... Die haben also Roboter hergestellt, höre ich jetzt mal raus, wie wir die haben. Obwohl, ne, eigentlich hat Robotron mal alle Roboter hergestellt. Sieh dir die Trümmer an. Wie es scheint, hat sich schon jemand um das automatische Sicherheitssystem der Anlage gekümmert. Solange dieser jemand nicht noch hier ist, ist alles gut. Aha. Ich wüsste trotzdem gerne, was die hergestellt haben. Haben die jetzt einfach nur Büroarbeit getrieben oder was? Hm. Ja. Hm. Jetzt sieht es ja relativ ruhig aus, weil ich an seiner Power-Rüstung will sich ja leise durchschleichen, als ob. Mülleimer. Oh, der Raum sieht ein bisschen sauber aus. Oh, hier ist noch ein Terminal. Das sieht ja so nach so einer Hinterhaltssituation aus. Vor allem sind ja Leute aktive. Labornalytica-Terminal? Moment. Was hat man hier Schönes? Erinnerung, Passwortsicherheit. Sam Brent, dies ist die jährliche Erinnerung daran, dass alle Passwörter für die Terminals und Zentralrechner monatlich geändert werden müssen. Sollte dies nicht geschehen, kann das zu einer automatischen Passwortänderung, zur Aufhebung von Netzwerkprivilegien und oder zur Disziplinarmaßnahmen führen. Bitte tragen Sie dazu bei, dass ArcJet-Systeme weiterhin sicher bleiben. Ah ja. Automatische Passwortänderung. Nein, laut Protokoll ist Ihr Terminalpasswort drei Monate lang nicht geändert worden. Aus Sicherheitsgründen wird Ihr neues Passwort jetzt zurückgesetzt. Ihr neues Passwort lautet 9YB3N. Diese Nachricht wurde automatisch erstellt. Bitte antworten Sie nicht auf diese Nachricht. Am besten mit Betreff an den Admin. Warum sind die Wasserdinger so unfassbar hell? Ein Wecker? Oh, warte, Wecker sind gut. Da ist Ding. Arkstedt. Entsperren Arkstedt Laborpasswort. Ach, schön. Von Lind lacht in sich hinein, ob dem was kommt. Das sagt mir ja schon mal. Das ist ja toll. Laborsteuerung. Sicherheitstürsteuer, Laborsteuerung. Verbindung zum Prototyp nicht möglich. Wenden Sie sich bitte an einen Techniker. Oh, warte mal. Wir machen das anders. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es dann wieder heißt Fallout 4. Macht's gut bis dahin. Ich wünsche euch was. Tschüss.